1990, die letzte Dekade eines Jahrtausends, war angebrochen. Deutschland noch ganz besoffen von der unverhofften Wiedervereinigung, wobei dieser Begriff an sich Quatsch ist, aber das mal nur so am Rande gesagt. Und Commodore hielt die Zeit nun für gekommen, sein erstes vollständiges 32-Bit-Computersystem auf den Markt zu bringen, in Form des nächsten großen Amiga, dem 3000er. Was diese Maschine zu ihrem Vorgänger unterscheidet, was sie an mehr Leistung bringt und auf was man aus heutiger Sicht beim Erwerb achten sollte, das seht ihr jetzt. Yesterchips 23, der Amiga 3000. Schauen wir uns den Rechner erst einmal von außen an. Auf den ersten Blick fällt vor allem seine kompakte Bauform ins Auge. Das allgemeine Design deutet klar in Richtung Workstation und weiß zu gefallen. Ein etwas kritischerer Blick zeigt jedoch, dass wir nirgends an der Desktop-Variante, dem 3000D, wie wir ihn hier sehen, einen 5,25 Zoll Schacht finden können. Der Einbau eines CD-ROM-Laufwerks in dieses Gehäuse fällt also erstmal flach. Den 3000er gab und gibt es wohl auch als Tower-Variante, Amiga 3000T. Jedoch werde ich auf diese Ausführung des Systems nur sporadisch eingehen, da sie mittlerweile doch äußerst selten und entsprechend sauteuer geworden ist. Die Anschlüsse für Keyboard, Maus bzw. Joystick oder neudeutsch der Human Interface Devices befinden sich auf der rechten Seite, was durchaus zu Problemen führen kann, da dort angeschlossene Stecker immer Gefahr laufen, abgeschert zu werden. Hier können alle Geräte angeschlossen werden, welche auch bei älteren Amiga-Rechnern funktionieren. Auf der Rückseite finden wir alle Amiga-typischen Anschlussmöglichkeiten in gewohnter Form. Ergänzt wird das Ganze durch einen 25-poligen SCSI und einen VGA-Anschluss. Diese sind zwei der Alleinstellungsmerkmale des Amiga 3000. Nur die Modellreihe 3000 hat an dieser Stelle einen integrierten Flickr-Fixer-Scan-Doubler, an dem man ohne weiteres einen normalen VGA-Monitor betreiben kann. Mit dem kleinen Schalter daneben lässt sich der interne Flickr-Fixer und Scan-Doubler abschalten. Die Leistungen dieses Display-Enhancers kann man etwa gleichsetzen mit denen des Commodore A2320, welcher für den Amiga 2000 entwickelt wurde. Beide basieren auf dem gleichen Chip, der auf den Namen Amber getauft wurde. Er liefert alles in allem ein recht ordentliches Bild. An der Front fällt vor allem das integrierte Design des oder der 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke ins Auge. Maximal zwei davon können hier nebeneinander Platz finden. Man kann zwar auch normale Standard-Amiga-Diskettenlaufwerke benutzen, jedoch passt dann das Design des Auswurfknopfes nicht zur Front und sieht somit doof aus. Neben Double Density werden auch High Density Laufwerke unterstützt und man kann in Summe bis zu 4 Diskettenlaufwerke anschließen, also etwa 2 intern und 2 extern, was nichts Neues ist im Vergleich zu bisherigen Amiga Modellen. Beim Einsatz von HD Diskettenlaufwerken bedient sich der A3000 notgedrungen eines krummen Tricks. Die Laufwerke laufen langsamer, weil es der für die Steuerung zuständige Chip Paula einfach nicht schneller hinkriegt. Paula ist übrigens der einzige Chip der gesamten Amiga-Familie, der niemals ein Update erhalten hat. Warum auch immer. Links gibt es noch zwei LED-Funzeln für die Poweranzeige und den Festplattenbetrieb. Das Gehäuse an sich ist aus stabilem Metall und kann problemlos einen gewichtigen Röhrenmonitor tragen. Und jetzt schauen wir dem Mädel mal unter den Rock, werfen wir einen Blick unter die Haube. Einer der wichtigsten Unterschiede zum Vorgänger Amiga 2000,
Der integrierte 8-bitige SCSI 1 Controller, an den bis zu 7 Geräte angeschlossen werden können. Die maximale Lesegeschwindigkeit von Festplatte wird mit etwa 5 Megabyte pro Sekunde angegeben. Ein ordentlicher Wert und vergleichbar mit den Leistungen des A2091 Festplattencontrollers für den Amiga 2000, der für die SCSI-Schnittstelle im 3000er Pate gestanden hat. Eine 3,5 Zoll Festplatte kann intern bequem im hinteren Schacht installiert werden, was übrigens dem damaligen Auslieferungszustand entsprach. Eine weitere Platte findet vorne nur dann Platz, wenn man auf eines der beiden internen Diskettenlaufwerke verzichtet. Mit ein wenig Geschick kann man im hinteren Schacht sogar Festplatten übereinander stapeln. An den SCSI-Controller kann man übrigens nicht nur Festplatten anschließen, sondern beispielsweise auch Streamer-Laufwerke und Scanner. Zu diesem Zweck ist auf der Rückseite der SCSI-Port für externe Geräte herausgeführt. Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied betrifft natürlich den Hauptprozessor. Standardmäßig ist dies eine Motorola 68030 CPU mit FPU, entweder mit 16 oder 25 MHz getaktet und direkt auf die Hauptplatine aufgelötet. Nur in frühen Versionen des A3000 sitzt die CPU auf einer Prozessorkarte im CPU-Slot. Ganz so wie in seinem Nachfolger, dem Amiga 4000. Diese CPU zusammen mit dem damals neu eingeführten Zorro 3 Bus machen den A3000 zum ersten durchgängigen 32-Bit Amiga Computersystem. Das Prinzip des CPU-Slots wurde vom A2000 übernommen, liegt aber im 3000er und 4000er eben aufgrund der 32-Bit-Architektur in veränderter Bauform vor. Hier können Turbokarten mit maximal 128 MB Fastram eingebaut werden. Beliebt sind auch Turbokarten mit eigenem schnelleren Festplattencontroller, doch aufgrund der kompakten Bauform des A3000 bekommt man etwa bei der Cyberstorm Mark II ziemliche Schwierigkeiten beim Einbau. Kurzum, es geht nicht ohne weitere Modifikationen. Generell kann es bei Turbokarten, die für den A4000 entwickelt worden sind, zu Platzproblemen im A3000 kommen. Aber sie funktionieren. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Der Riesentrottel, der dem schönen A3000-Gehäuse das hier angetan hat, der spricht gerade in ein Mikrofon. Leute, macht's mir bloß nicht nach. Denken hilft wirklich manchmal weiter. Ich hatte vor, hier behelfsmäßig den SCSI-Controller der Cyberstorm Mark II herausragen zu lassen, nur das Gehäuse des 3000ers wird geschoben und nicht abgehoben, wie beim 2000er. Das kann nicht funktionieren. Blödheit tut weh. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich das hier sehe. Naja, wie auch immer, weiter in der Hardware. Wir finden auf dem Mainboard des 3000ers Steckplätze für den Arbeitsspeicher. Man kann entweder mit ZIP- oder DIP-Bausteinen den Arbeitsspeicher auf ein Maximum von 2 MB Chip-RAM, das erste Megabyte ist bereits fest verlötet, und 16 MB Fast-RAM ausbauen. Mehr geht in Summe nicht. Besonderes Augenmerk muss hierbei der Bank 0 gelten, welche es sowohl im ZIP- als auch im DIP-Bereich gibt. Diese Bänke sind direkt miteinander verdrahtet und dürfen daher niemals gleichzeitig bestückt werden. Mit sogenannten Static Column RAM Bausteinen läuft das System, Burst Mode vorausgesetzt, etwa 10% schneller als mit den günstigeren Page Mode Bausteinen. Ob das für heutige Verhältnisse noch Sinn macht, darüber nachzudenken? Naja. Diese Sockel hier können das zweite Megabyte an ChipRAM aufnehmen. Und hier der Zorro 3 Bus. Sieht ja erstmal genauso aus wie der aus dem A2000 bekannte Zorro 2 Bus. Und das ist auch verdammt gut so, denn der Zorro 3 Bus ist abwärtskompatibel zum Zorro 2 Bus. Das ist im Prinzip eine Novität im Hause Commodore, ja? Abwärtskompatibilität gab's ja vorher nicht wirklich. Man kann also seine Zorro 2 Erweiterungskarten, wie etwa ein Bridgeboard, auch im Zorro 3 Bus betreiben.
Andersherum funktioniert das nur, wenn die Erweiterungskarte ein sogenanntes Auto-Sense hat, also erkennt, ob sie in einem Zorro 3 oder Zorro 2 Bus betrieben wird und sich entsprechend konfiguriert. Ansonsten können reine Zorro 3 Karten, wie diese CyberVision 64 Grafikkarte hier, nicht im Zorro 2 Bus betrieben werden. Zorro 3 hat viele Vorteile. Die nennenswertesten sind mit Sicherheit die Geschwindigkeit sowie die nicht mehr vorhandene 8 Megabyte Grenze. Rein rechnerisch kann der 32-bittige Zorro 3 Bus bis zu 4 GB verwalten. Tatsächlich ist es jedoch nur in dicken Anführungszeichen 1 GB. Allerdings, solche Werte waren für die damalige Zeit der helle Wahnsinn. Man tut gut daran, wenn man sich einfach merkt, Zorro 3, 8 MB Grenze, gibt's nicht mehr. Augenscheinlich hat der Amiga 3000 deutlich weniger Kartensteckplätze für Erweiterungen als der Amiga 2000, nämlich gerade einmal 4. Davon sitzt hier in Reihe der Videoslot. Und hier haben wir zwei ISA-Slots für den Bridgeport-Einsatz. Beachten wir jedoch die bereits sehr üppige Grundausstattung sowie die Erweiterungsmöglichkeiten direkt auf dem Mainboard, so sind diese 4 Slots ausreichend. Im 2000er bräuchten wir einen Slot für den Plattencontroller. Dann noch einen für das RAM. Der A3000 hat dies alles bereits onboard mit dabei. Der Zorro-Slot mit in Reihe liegendem Videoport ist prädestiniert für den Einsatz von hochwertigen Grafikkarten, wie etwa der CyberVision 3D. Deren Flickerfixer-Element wird direkt in den Videoslot gesteckt und man muss nicht, wie beim A2000, extern eine VGA-Brücke zwischen Flickerfixer und Grafikkarte aufbauen, um alle Screen-Modes darstellen zu können. Nähere Details zu diesem Thema erfahrt ihr in der zweiten Yesterchips-Fragezeichen-Folge. Als Chipsatz hat jeder Amiga 3000 das Enhanced Chipset, kurz ECS, verbaut. Standardmäßig ist eine akkugepufferte Uhr auf dem Mainboard installiert. Hier gilt das gleiche wie immer. Ist noch der originale Tonnenakku drauf, haut ihn runter. Auch hierfür gibt es elegantere Lösungen, wie etwa ein Knopfzellenhalter mit Sperrdiode oder eben in der Vergangenheit leben und den Akku gleich ganz weglassen. Die ersten Amiga 3000 Modelle hatten eine bemerkenswerte Besonderheit. Hier wurde beim Booten ein Kickstart-Image von Festplatte in den Arbeitsspeicher geladen und dieser Bereich dann als ROM deklariert. Spätere Versionen hatten dann wie gewohnt das Kickstart-ROM. Erstmals allerdings wegen der 32-Bit-Systemarchitektur in 2 ROM-Bausteinen. Mit diesem Kickstart-Image auf der Festplatte hatten damals sicherlich die Bastler vor allem ihre Freude. Konnte man doch so, ohne den Rechner öffnen zu müssen, unterschiedliche Versionen des Amiga OS benutzen. Commodore selbst ging so weit, die Variante Amiga 3000 UX anzubieten. Anstelle von Amiga OS wurde ein Unix-System geliefert. Der A3000 UX hatte werkseitig auch noch ein Bandlaufwerk A3070, eine Grafikkarte A2410 und eine Ethernet-Netzwerkkarte Typ A2065 mit dabei, war also definitiv nicht als Spielekiste gedacht. Und nun ein paar Infos dazu, was der kaufwillige künftige Amiga 3000 Besitzer im Vorfeld wissen sollte. Die Tochterplatine, welche die Zorro-Karten trägt, versorgt bis zur Revision 6.0 die PCXT-Steckplätze nicht mit 12 Volt, ist also für den Bridgeport-Betrieb erstmal ungeeignet. Die höheren ausgelieferten Revisionen sind in jeder Hinsicht in Ordnung. Die Revision 7.0 des Mainboards kann ohne angeschlossene SCSI-Festplatte nicht booten, da der interne Terminierungswiderstand fehlt. Alle anderen Revisionen sind unbedenklich. Dem meisten Ungemach mit Erweiterungskarten, insbesondere Turbokarten, kann man entgehen, wenn man einen Super D-Mac ab Version 4, Ramsey ab Version 7,
und den Superbuster ab Version 11 einsetzt. Vor allem der Superbuster ist notwendig, um auf dem Zorro 3 Bus ordentliche Ergebnisse mit Direct Memory Access, kurz DMA, zu erzielen. Sonst gibt es erstmal nichts Spezielles, auf das man als potenzieller Käufer achten muss. Na, diese Liste war ja relativ kurz. Alles in allem müsste der Amiga 3000 eine Bombensensation gewesen sein. Zumindest was die nackten Fakten angeht. Aber, tja, müsste. Das ist das Wort, welches bei Commodore immer wieder auftaucht. Es war eben nicht so. Hauptgründe waren wohl die nur spärlich auf den Markt kommende Software, der relativ hohe Preis und die Probleme, welche ältere Software mit dem neuen Amiga OS 2 hatten. Aber das sind ja alles Problemchen, die damals nur ein multinationales Computerunternehmen gekillt haben. Wir haben diese Probleme heute nicht mehr. Der 3000er ist heutzutage ein vergleichsweise teurer Amiga. Wenn man nur spielen möchte, dann ist die Maschine sicherlich übertrieben. Wobei der 3000er freilich aufgrund seines Leistungsspektrums nicht ungeeignet ist für den Zockereinsatz. Für den Bridgeboard-Betrieb ist der 3000er nur bedingt geeignet, da er nur zwei ISA-Steckplätze hat. Einzig der A3000T kann mit vier ISA-Steckplätzen aufwarten, ist aber, wie bereits gesagt, sehr teuer in der Anschaffung und auch nur sehr selten anzutreffen. Für Bridgeboard-Fans, und da wird mir der gute Bridgeboard-Papst Blind German sicherlich zustimmen, ist und bleibt der Amiga 2000 die beste Wahl. Was bleibt also noch übrig? Richtig, schaffe. Im Wort Workstation ist die Arbeit ja schon enthalten und kaum ein anderer Amiga macht einem die Arbeit so angenehm wie der 3000er. Für den einfachen Einsatz genügt der integrierte VGA-Ausgang, für die gehobenen Ansprüche bieten sich die schnellen Zorro 3 Grafikkarten an mit integriertem Scan-Doubler und Fliegerfixer. Vielleicht könnte man anführen, dass man doch heute auf einem klassischen Amiga nicht mehr professionell arbeiten kann. Aber, wie es ein weiser Mann mal gesagt hat, die Professionalität ist abhängig von der Genialität des Individuums, nicht des Werkzeugs. Den Spruch habe übrigens ich erfunden. Nach 3 Hefeweizen werde ich immer philosophisch. Eine Hardware-Erweiterung, welche ich für unabdingbar halte, ist eine Netzwerkkarte. Denn in Ermangelung eines optischen Laufwerkes fällt sonst der Transfer von größeren Datenmengen ein wenig schwer. Natürlich könnte man auch extern ein SCSI-CD-ROM-Laufwerk anklemmen, aber erstens sind diese Laufwerke schwer zu bekommen und zweitens, wie sieht das denn aus? Man muss sich ja nicht mit Gewalt die schöne Optik des 3000ers versauen. Freilich kann man auch wieder anfangen, mit SCSI auf IDE-Adapter zu hantieren und neben einer Festplatte vielleicht auch noch eine Compact-Flash-Karte für den externen Datentransfer zu nutzen. Aber das soll mal jeder so machen, wie er das für richtig empfindet. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich den 3000er für ein echtes Schmuckstück halte. Auf der anderen Seite steht aber auch kaum ein Amiga bei mir mehr nutzlos in der Gegend herum als eben diese 3000er. Wenn ich mal eben schnell etwas ausprobieren möchte, dann greife ich auf den leistungsstärkeren und AGA-fähigen Amiga 4000 zurück und zum Zocken ziehe ich entweder einen 500er oder einen 1200er aus dem Regal. Von der Vernunft her kann ich also den 3000er nicht unbedingt weiterempfehlen. Was die Sammlerwut allerdings angeht, da gibt's da selbstverständlich keinerlei Diskussion. Das wär's für die Folge 23. Viel mehr habe ich jetzt erstmal zur Hardware des Amiga 3000 nicht zu sagen. Was Tuning-Maßnahmen anbelangt, so finde ich es zumindest, gibt's beim A3000 nicht wirklich viel zu machen. Er ist ja von Natur aus schon recht flott ausgestattet. Amiga 3000 Turbokarten passen auch im 4000er, Zorro-Karten des 2000ers lassen sich weiterverwenden und sonst sehe ich erstmal nichts weiter Bemerkenswertes. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Hier wieder die Adressen zu den einschlägigen Seiten rund um den Amiga. Bis zum nächsten Mal, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.